Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich habe euch heute ein total verrücktes Bild mitgebracht. Und das sieht so aus. Es erinnert sehr stark an Action Painting. Und zwar hatte ich bei Instagram auf einem Reel solche Bilder gesehen. Und die sind von Alex Voynier sozusagen geschaffen worden. Und ich habe mir gedacht, also das muss ich unbedingt ausprobieren, weil das richtig toll aussieht. Und damit das auch so einen leichten 3D-Effekt hat, habe ich im Hintergrund einen Verlauf kreiert. Da gibt es also Schwarz-Weiß-Töne, Bärentöne und das Ganze habe ich dann sozusagen ineinander verblendet, das dann mit dem Föhn getrocknet und anschließend mit flüssiger Farbe gearbeitet. Und wie das Ganze dann funktioniert und warum das jetzt so aussieht, das zeige ich euch im Video. Wir sehen uns, bis gleich! Schön, dass du dabei bist. Zunächst bereite ich einmal meine Acrylfarben vor. Ich setze sie einzeln auf eine Servierplatte, damit ich mit meinem breiten kleinen Flachpinsel dort gut herankomme und beginne dann auch schon direkt mit der dunkelsten Farbe. Entscheide mich dann allerdings dafür, am Rand etwas heller das Grau zu wählen und mische deshalb Oxidschwarz mit dem Titanweiß, um dann eben eine dunkle Schicht schwarz folgen zu lassen. Der Pinsel ist relativ trocken, ich nehme nur wenig Wasser und verblende dann die Farben schon mal miteinander, dass eine Art Verlauf entsteht. Dann in der Bildmitte wähle ich das dunkle Burgunderrot von Winsor & Newton. Die Farben habe ich noch im Pinsel, also ich habe den zwischendurch nicht sauber gemacht und gehe dann einfach durch die nasse Farbe und verblende das Ganze dann auch wieder und werde zum oberen Rand hin heller. Jetzt verwende ich das Permanent Purpurrot von Amsterdam Acrylics, was im ersten Augenblick echt feurig daherkommt. Aber ich werde es gleich abmildern, weil ich gleich ein bisschen Neapelgelb hell und ein bisschen Titanweiß für meine oberste Schicht verwende. Das sieht man an diesem leichten Rosé-Rosa, was jetzt ganz oben am Rand entsteht, weil ich einfach die Farben auf der Leinwand miteinander mit dem Pinsel vermische. Das ist jetzt sehr typisch für mich. Ich gehe mit dem weiterhin nassen Pinsel, lege noch ein bisschen Farbe nach und streiche dann von der einen Seite bis rüber zur anderen Seite, um den Verlauf möglichst sanft zu gestalten. Man sieht zwar, dass der Verlauf aus einzelnen Farben besteht, und im unteren Bereich lege ich noch etwas helle Farbe nach. Wenn man genau hinsieht, gibt es auch hier diesen Effekt, dass ich dort auch noch etwas von der roséfarbenen Farbe jetzt auch im unteren Bereich habe. Das passt natürlich in Kombination sehr gut zu dem Bild. Der Föhn ist bei dieser Art von diesem Bild sehr wichtig. Die unterste Schicht muss komplett angetrocknet sein. Und dort, wo etwas dicker die Farbe aufgetragen worden ist, dauert es halt ein bisschen länger, bis die Leinwand vollständig getrocknet ist. Dann greife ich zu meinen selbst angerührten Acrylic Pouring Farben. Das ist nichts anderes als ein Gemisch aus Acrylfarbe, Wasser und Pouring Medium zu gleichen Teilen. Dazu gibt es auch ein Video, welches ich gemacht habe, um zu zeigen, wie die Konsistenz von dieser Farbe sein muss, damit man sie gut verarbeiten kann. Ich verteile zwei Farben punktuell auf der Leinwand, wähle in jedem Fall auch immer eine helle Farbe zu einer dunklen Farbe, denn ihr werdet gleich sehen, was ich mache. Und bevor ich das mache, nehme ich nochmal meinen Crème Brûlée oder den kleinen Bunsenbrenner, um eventuelle Luftblasen aus der Farbe zu bekommen. Die werden dadurch sozusagen eliminiert. Zu guter Letzt gebe ich noch etwas von dem Titanweiß zu jedem dieser Farbkleckse hinzu, um hellere Farben zu erzeugen. Geht es eigentlich auch schon los. Ich werde jetzt einen trockenen, großen, breiten Flachpinsel in die Hand nehmen und dann
in Schwüngen durch diese Farbkleckse wischen. Dadurch entstehen diese wunderbaren Streifen und diese Farben, die gemischt werden und diese Schwünge. Und es sieht irgendwie so wunderbar aus, sodass ich euch diese Sequenzen einmal in der normalen Geschwindigkeit und einmal etwas verlangsamt zeige, weil die Farbe teilweise wirklich über die Leinwand fliegt. Ich habe hier drei verschiedene trockene und frische Pinsel, damit sich die Farben, die sich beim ersten Mal in den Pinsel verfangen haben, also nicht in den zweiten Farbklecks und auch nicht in den dritten Farbklecks, wiederfinden. Ich wollte das also gerne getrennt haben. Sieht das nicht cool aus? Lasst mir gerne ein Like da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.